Dort ist es gut. Ulrike John lächelt, deswegen hi. Everybody, hallo Martina, vielleicht zuerst mal dein Eingangsstatement und deine Bewertung des Spiels. Ja, Bewertung des Spiels ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich doch emotional auch noch ein bisschen mitgenommen bin. Wir haben alles reingeworfen, auch heute wieder. Wir haben leider eben durch eine Standard, wo wir wussten, wo der Ball hinkommt, das da nicht so konsequent verteidigt haben, dieses 0-1 bekommen. Da sind wir ein bisschen hinterhergelaufen. Hatten wir aber sonst defensiv aus dem Spiel heraus, bis dann auf die eine Situation noch mit Anne, wo der Konter kommt, wenig bis gar nicht zugelassen. Was uns in der ersten Halbzeit ein bisschen gefehlt hat, war tatsächlich auch da wieder in den Umschaltmomenten so in die Präzision reinzukommen, wirklich den letzten Pass nochmal konsequent dahin zu spielen, das 1-1 nochmal zu suchen. Das haben wir in der zweiten Halbzeit nochmal viel besser gemacht und haben uns aber leider eben auch nicht belohnt durch das Tor und auch nicht durch eine Aktion, wo wir vielleicht einen Elfmeter kriegen müssen. Und von daher, ja, haben wir dann das Spiel am Ende 1-0 verloren. Man weiß nicht, oder ich weiß noch nicht ganz genau so, warum. Und von daher, ja, ist ein bisschen schade, weil wir wirklich viel Herz, Leidenschaft und glaube ich, auch Arbeit in dieses Spiel reingesteckt haben. Mit einer Mannschaft, die bestimmt noch nicht alle Automatismen haben konnte, aber wo wir eben auch trotzdem viele positive Dinge gesehen haben. Entwicklung bei Spielerinnen während des Spiels. Aber natürlich sind wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Hello, just a quick translation. So it's quite difficult for me to analyze this game. It's still very emotional now. I can say that we tried everything, and then yes, there was a set piece where we conceded the 1-0. But until then, actually, we defended quite well, did not allow too many dangerous situations. But offensively, the last pass was missing at times, at least in the first half. Then after the break, we did a lot better with that. But we did not manage to reward ourselves. So in the end, we lost. I don't quite know why, because we showed a lot of passion, heart in this game, and we invested a lot of work. But I can say that my team still doesn't have all the automations that are needed, but we are working on that. Jana Lange? Ja, Martina, wir haben jetzt gehört, Lena Oberdorf war angeschlagen. Kannst du vielleicht zu den anderen Personalentscheidungen was sagen? Man hat ja gesehen, die letzten 25 Minuten lief es dann deutlich besser. Ärgerst du dich im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen, dass du die Startelf nicht vielleicht ein bisschen anders ausgesucht hast? Nee, das war ja eine ganz bewusste Entscheidung im Sinne der Spielerinnen. Wir haben gesagt, wir wollen hier auch Erfahrungen sammeln, wir wollen andere sehen, wie sie auf dem Niveau spielen. Und wir können hier nicht mit Rücksicht auf die Spielerinnen in drei Spielen durchmarschieren und die Spielerinnen dreimal 90 Minuten ins Spiel bringen. Das ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Und nochmal, wir haben da auch viele gute Aktionen gesehen. Wenn ich heute zum Beispiel auch eine Nicole Anyomi gesehen habe, die hat es wirklich richtig, richtig gut gemacht in vielen, vielen Momenten. Und wir mussten dann auch Jana Feldkamp nochmal entlassen, weil wir sie auch gegen England brauchen. Und das sind alles bewusste Entscheidungen gewesen, die wir getroffen haben. Und haben dann nochmal trotzdem vorher schon gewusst, dass wir mit den Spielerinnen, die wir dann eingewechselt haben, sicherlich nochmal Energie kriegen. Und das hat sich ja auch gezeigt. Aber nochmal, das war eine klare, bewusste Entscheidung im Sinne einmal der Spielerinnen im Belastungsmanagement, aber einmal auch, um zu sehen, ja, wer agiert da nochmal? Wir haben das von vornherein gesagt, wir brauchen die Backup-Situation. Wir möchten, dass jede Spielerin hier aus diesem Turnier, die auf dem Feld steht und außerhalb des Platzes ist, auch was mitnimmt. Und wir hätten die Chance gehabt, auch mit dieser Mannschaft das zumindest ein Unentschieden zu machen oder sogar das Spiel zu gewinnen. So the question was, Lena Oberdorf was injured, but then could you talk us through a few of the other changes that you made? Because in the last 25 minutes, everything seemed to work better. So are you maybe a little bit annoyed that you chose to change the starting lineup? No, this was a very conscious decision. We can't have players play three games, 90 minutes every time. And again, we saw some
some good situations from the players that were on the pitch. So that was a very conscious decision. And then towards the end, we had to take off Jana Feldkamps because I need her against England. So we had to make some changes there. But we wanted to see how the other players did in this game. And we did have chances. We could have gotten a better result with this team as well. Frank Hellmann. Ja, Martina, hallo. Du hast, glaube ich, völlig zu Recht gesagt. Leidenschaft war da, Motivation war da, Energie war da, der Wille war groß. Das war alles auch am Fernseher, kam das sehr gut rüber. Es war aber natürlich auch zu sehen, das Passspiel, so die Kombinationssicherheit, die viel zitierte Spielruhe. Es gab früher gerade in der ersten Halbzeit oft eben diese Ballverluste. Ist das was Grundsätzliches, was man nochmal, vielleicht auch du, woran du in den nächsten Wochen, Monaten im Blick auf die EM arbeiten musst? Oder kann man sagen, einfach die Mannschaft kann nicht eingespielt sein in dieser Formation, da fehlen die Automatismen? Oder ist es was, weil das ja auch gegen Spanien zum Teil auftrat, was dir vielleicht grundsätzlich Sorge macht im Hinblick auf die EM? Ja, es ist beides so ein bisschen. Also grundsätzlich Sorge macht es mir nicht, weil wir wissen, dass wir noch daran arbeiten müssen und dass wir diese Momente mehr hinkriegen müssen, dass eben ja da auch der sichere oder die sichere Entscheidung kommt. Ich glaube tatsächlich, dass das was mit dem Kopf zu tun hat und dass eben diese Spielruhe dann nicht da ist, wenn ich zu viel will. Und das war zum Teil auch so. Das haben wir gespürt von draußen. Dann will ich diese Aktion schon starten und die ist aber noch gar nicht vorbereitet oder der Ball kommt einen Ticken zu lang. Es ist nicht diese Dominanz, die wir dann noch ausstrahlen können. Woher soll sie aber dann zum Teil auch kommen, wenn wir eben nicht so oft auf dem Niveau spielen? Und das haben wir den Spielerinnen auch gesagt. Wir sind so froh, dass wir trotz dieser schwierigen Bedingungen, die hier zum Teil sind, die langen Distanzen, einfach hier sind und genau auf dem Niveau spielen können, um das einfach mitzunehmen. Und von daher, ja, es ist ein Stück weit was von beiden, dass es natürlich gewisse Automatismen in den laufenden Abstimmungen auch noch nicht geben kann, weil auch Spielerinnen noch nicht so oft oder länger nicht dabei waren, um wirklich dann in den Spielprinzipien sehr sicher aufzutreten. Und ich glaube, da war ab und an ein bisschen zu viel Aktionismus. Und das hat uns dann nicht geholfen, aber das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht. So the motivation was clearly very high. What was lacking was a bit of the passing game. There were many lost balls. Is that something that you're still working on, or is it just something that you're accepting as a given with regards that not many players have played together like that before? So it's a bit of both. I am not worried about that as such, but I do know that we have to work on these things. I also think that it has to do with the mind. So at times the players just wanted too much. So obviously we did not show the dominance that we can have. But once again, I'm very happy to be here despite all the difficult circumstances that we have. So it's really encouraging and good to see these things. Uli John, hörst du uns? Ja, hallo. Es waren ja viele junge Spielerinnen dabei, die natürlich auch ein bisschen hektisch mitunter wirken, logischerweise, ja. Aber kann das auch ein Vorteil sein, wenn es um so Pressing geht, auch, dass einfach die auch beim Gegner Unruhe stiften können, gerade die Jungen? Ja, natürlich. Wir haben uns das ja auch vorgenommen, dass wir das in diesem Spiel halt noch aktiver, noch aggressiver machen. Aber auch da müssen die jungen Spielerinnen eben lernen. Und sie sind auch da nicht so oft in diesen Aktionen, zum Teil in ihren Vereinen, dass sie das so schon im Automatismus drin haben. Ich habe heute auf der Hinfahrt noch zum Spiel mit Sarah Debritz gesprochen und habe sie auch mal gefragt, was glaubst du denn, wo wir dann nach diesem Turnier auch noch eine Trainingspriorisierung setzen müssen? Es ist genau da. Also da haben wir ja auch noch ein Stück weit Zeit für, das wissen wir ja, aber es sind genau die Themen, wo wir den Spielerinnen ja noch mehr Input auf dem Platz im Training geben müssen, das wissen wir, damit es noch dominanter wird, noch klarer wird, auch in den Abläufen, damit jede Spielerin weiß, wo sie sich auch taktisch hinzubewegen hat, wenn wir eben so und so anlaufen wollen, wenn die Gegner in welcher Formation auch immer kommen. Und das kann dann auch noch nicht alles klappen, das wussten wir. Wir haben aber gesagt, wir wollen eine Fehlertoleranz haben.
Wir wollen auch da trotzdem draufgehen, auch wenn man nicht gelingt. Wir wollen hartnäckig sein, wollen Gegner jagen. Und wie gesagt, wir hatten viele gute Momente und am Ende haben wir uns aber nicht belohnt. Hatte auch ein bisschen Einfluss, glaube ich, dass hier ein gutes Tempo war, ein guter Spirit von beiden Mannschaften und dass aber trotzdem ein paar Personen auf dem Platz waren, die auf dem Niveau haben heute nicht performen können. Das muss man auch ganz klar sagen, und zwar auf beiden Seiten. Muss erklären wahrscheinlich. Muss ich das erklären? Oder ist es verstanden? Gut. Okay, so the question was, you had quite a few young players on the pitch and at times it was a bit hectic, but can that possibly be an advantage as well to have these young players on the pitch? Yes, so we wanted to be more aggressive and obviously we still have a few things to learn there and things don't come automatically. And earlier today, I had a conversation with Sarah Debritz, where I asked her where we should have the priorities now. And we agreed that it was exactly that. We want to be more dominant. We have to work more on the tactics. But the thing was that we did allow mistakes tonight and we saw a good spirit. However, on both sides, there were a few players tonight that did not show their best. No, not the players. It was the refs. The coach. Oh, okay. Genau, sie hat die Schiedsrichterin gemeint. Das kannst du ja nochmal klarstellen. Okay, so just to make sure, this did not mean players, it was the referees that she meant that were not at their best. Dankeschön. One last question. Har, H-A-R, it's yours. Hi, thank you very much, Annette. Martina, I was wondering what your impressions were of the Canadian team. Did Canada do anything to surprise you? Just your thoughts on Canada. Danke. Bitte. Ja, das kanadische Team hat genau das gezeigt, was wir wussten, was wir erwartet haben. Sie haben eine gute Art, eine gute Leidenschaft, eine gute Power von innen und von außen zu verteidigen, dann in diese Umschaltmomente zu kommen. Da gelingt auch nichts alles so im technischen und taktischen Bereich, aber sie haben ein richtig großes Herz und haben diesen Spirit aus den Olympischen Spielen und diesen Erfolg einfach mitgenommen und den zeigen sie jetzt, dass sie bis zum Ende alles reinwerfen und sie haben es wirklich uns ja auch richtig schwer gemacht und von daher ja, haben sie eine tolle Entwicklung genommen und wachsen an diesem Erfolg, den sie bei den Olympischen Spielen erreicht haben und es hat heute wirklich auch Spaß gemacht gegen eine Mannschaft, die so intensiv auch als Team arbeitet, einen guten Spirit hat, da auch zu spielen. So Canada were as expected. They show this great power, and obviously not everything worked well for them tactically, but they definitely do have the spirit from the Olympic Games, and that is just a great spirit. They have had an amazing development, and it's great fun to play against them, and they made it quite difficult for us at times. One last question, the very last question, please. Anna Dreher, bitte. Vielen Dank, dass ich auch noch fragen darf. Vorhin wurden die positiven Entwicklungen bei Spielerinnen während des Spiels angesprochen und der Name Nicola Jomi fiel ja auch. Könnten Sie dazu noch ein bisschen was sagen? Also was A bei ihr besonders aufgefallen ist oder was sie besonders gut gemacht hat, aber auch grundsätzlich, wer sonst noch da reinfällt in die Kategorie. Vielen Dank. Ja, also für Niki freut es mich einfach, dass sie ja schon gegen Spanien viele auffällige, positive Momente hatte und heute da wirklich über 90 oder 94 Minuten richtig viele, viele gute Aktionen hatte. Sie hat eine Leidenszeit hinter sich, sie hat einen Wechsel gemacht, wo sie verletzt war und hat sich da wirklich rausgekämpft, weil es zwischendurch auch für sie echt schwierig war, so wieder für an sich den Glauben zurückzugewinnen in vielen Bereichen. Und Niki hat heute in vielen Ansätzen gezeigt, wie viel Speed sie hat, wie weh sie dem Gegner tun kann, wie viele gute Entscheidungen sie auch treffen kann. Und es freut mich einfach für sie, weil sie hat das zuletzt in der Liga schon angedeutet und hat das jetzt hier echt mitgenommen. Und das ist ein Gewinn, glaube ich, für uns. Aber auch andere, ich finde Sophia Kleinherne heute auch wieder in dem Spiel,
hat, nachdem wir in der Halbzeit ein bisschen was angesprochen haben, korrigiert haben, wieder den nächsten Schritt gemacht. Aber auch ist auch immer noch nicht selbstverständlich, dass eine Jana Feldkamp doch mit einer wirklich einer Spielruhe und dann auch nochmal mit einer Energie so in dem Umschaltspiel nach vorne kommt. Ich glaube, man hat heute gesehen, dass das Jule ein bisschen müde war und trotzdem hat Jule, solange sie auf dem Feld war, alles reingeworfen. Da wissen wir ja auch, da gibt es noch Widerstände zu überwinden. Also da könnte ich jetzt auch noch die eine oder andere mehr nennen. Aber für mich war es heute bei Nicola Njomi sehr auffällig und das hat mich sehr gefreut. So about Nicola Njomi, she had 90 or 94 very, very good minutes here. She had had a really difficult time before that, but she showed here how much speed she has and what kind of good decisions she can make. But she's not the only one. For example, Sophia Kleinherne or Jana Feldkamp, they were very energetic, and Kleinherne, for example, made the next step in this game. Vielen Dank, thank you all. Danke auch Andreas Wagner fürs Dolmetschen wieder. Danke euch alle. See you soon. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, gute Nacht. Bye.